Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 27. März 2024. Andreas, du bist heute ganz eifrig. Wir kommen da gleich drauf. Seit gestern Abend schwurbelst du hier durchs Haus. Naja, ich schwurbel nicht, aber ich mache mir Gedanken. Aber da kommen wir gleich drauf. Aber erstmal zum Wetter. Nebel haben wir heute. Wir haben 5 Grad plus. In den nächsten Tagen werden es 10 Grad plus werden. Also man merkt, der Frühling lässt sich nicht mehr verhindern. Den See können wir nicht sehen, weil er in einer Nebeldecke irgendwo dahinter muss er liegen. Ich kann es mir nur erahnen, aber ich bin sicher, dass er changiert. Regnen tut es nicht, hatten sie eigentlich vorausgesagt, aber das Wetter kommt meist anders, als es der Verkehrsquatsch, der Wetterbericht sagt. So. Verkehrsfunk ja, gibt's hier nicht. Wir haben keinen Verkehrsfunk. Hier auf dieser einsamen Insel gibt es keinen Verkehrsfunk. Aber, weil es gibt kaum Autos. Dennoch sind wir jetzt schon hier mitten in den Meldungen. Vor kurzem haben wir über einen grausigen Terroranschlag in Moskau berichtet mit hunderten Toten und Verletzten. Darüber liest und hört man nichts mehr, denn die Ereignisse jagen einander durch die Welt. Und jetzt ist es Baltimore. Da hat gestern ein Brückeneinsturz für große Aufregung gesorgt. Der Hafen, einer der größten Häfen, der neuntgrößte in Amerika, ist lahmgelegt. Das Ganze kann ewig dauern. Ich werde mal gleich kommen zu den Auswirkungen, was das bedeutet, dass dieser Hafen lahmgelegt wurde, dass diese Brücke in sich zusammengesunken ist. Ich war so ein bisschen erinnert an die Twin Towers damals, 2011. Und Andreas ist jetzt hier schon seit gestern Abend, die halbe Nacht, heute Morgen unterwegs mit seinen wissenschaftlichen Ratgebern und Experten. Und ich darf das gleich vorweg sagen für alle. Ich habe es als Schwurbelei bezeichnet. Das soll natürlich nicht geringschätzig klingen, denn ihr macht euch alle wirkliche Gedanken. Aber ich möchte doch bitte an dieser Stelle schon mal vorsichtshalber sagen, es handelt sich um Spekulationen mit einigen Verdachtsmomenten. Andreas, bitte lass uns mal wissen, was der derzeitige aktuelle Stand deines Rates ist. Naja, also die Verdachtsmomente, die ergeben sich schlicht und ergreifend aus der ungewöhnlichen Situation, die wir hier letztendlich zu verzeichnen hatten. Man kann ja im Nachhinein, ich habe da sehr viele Schiffsexperten, Kapitäne und Nautiker in meinem Kreis, die mir ganz deutlich gesagt haben, dass es eine sehr ungewöhnliche Situation ist, die da gelaufen ist. Einfach, weil zum Beispiel das Schiff einmal viel zu schnell gefahren ist in diesem Bereich. Es wurde ja mit einem Lotsen gefahren. Man muss auch was wissen über die Technik bei diesem Schiff. Sowohl die Geschwindigkeit als auch das Ruder, die werden elektronisch gesteuert. Das heißt, es gibt keine mechanische, sondern lediglich eine elektronische Signalübertragung. Also keine Bautenzüge, die da hin und her schieben, sondern das läuft über reine Elektronik. Und wenn diese gestört ist, und das kann immer wieder passieren, jeder Schiffsfahrer weiß das, dann kann zum Beispiel das Signal volle Fahrt gerade anstehen und man kann es plötzlich nicht mehr steuern bei Vollgas. Dann ist die einzige Möglichkeit, die man dann hat, den Hauptschalter auszumachen, also den gesamten Strom zu unterbrechen. Und wir sehen bei diesem Schiff, bevor es in diesen Pfeiler reinrammt, dass zweimal das Licht ausgeht. Man spricht von einem Stromausfall. Es könnte aber auch ein kompletter Strom, eine Abschaltung gewesen sein. Und es stellt sich hier für mich die Frage, ob das Schiff eventuell fremdgesteuert wurde. Und da sind wir natürlich in der Verschwörungstheorie. Wenn wir sehen, dass dieses Schiff, und zwar von oben in der Fahrt, relativ schwer auch mal eben zu steuern ist, weil da sind technische Dinge. Dieses Schiff hat nämlich einen speziellen Antrieb. Für die interessierten Fachleute eine Single Shaft Propulsion. Das bedeutet, es gibt nur eine Schraube und ein Ruder und damit ist der technische Bereich schon vorbei. Eva guckt gerade. Im Gegensatz zu dieser Twin Propulsion, ist also mit zwei Schrauben, ist das Schiff weniger wendig und kann nur über das Ruder gesteuert werden. Das heißt also, es ist nicht so ganz einfach, das Ding in einen Kurswechsel zu bekommen gegenüber den anderen moderneren Schiffen. Und wir sehen unmittelbar vor dem Aufprall von oben aus der Vogelperspektive, dass es regelrecht eine Kurve macht auf den Pfeiler hin. Das ist eine sehr auffällige Geschichte erst einmal. Ja, danke schön. Aber da gibt es ja noch andere Anhaltspunkte. Du hast mir gerade zum Beispiel Videos gezeigt
wo behauptet wird, und es funkt da tatsächlich etwas, aber ich kann es überhaupt nicht einordnen, ja, also dass wirklich die Annahme bestehen könnte, dass da Sprengstoff im Spiel gewesen sein könnte? Also es ist reine Spekulation, aber du hast gerade schon gesagt, das erinnert dich so ein bisschen an das World Trade Center und das ist nicht von der Hand zu weisen. Nochmals, reine Spekulation. Ich neige nicht zur Spekulation. Allerdings ist das ein Thema, was mich sehr interessiert, weil ich auch einige Schifffahrtpatente habe und mich mit dieser Thematik sehr gern auch auseinandersetze. Die Brücke stürzt nämlich auffällig kontrolliert und gleichmäßig ein, obwohl sie nur auf einem Punkt getroffen wurde. Es fällt auch auf, dass das Schiff nach dem Aufprall einfach liegen geblieben ist. Normalerweise müsste das Heck ja rumschwenken und das hat es nicht getan. Also das bestärkt die Möglichkeit einer geplanten punktuellen Steuerung auf diese Säule hin. Selbst wenn man, stellt man sich vor, dass das Schiff das Bauwerk an einer sehr sensiblen Stelle trifft und die Kursänderung zeigt ja ganz deutlich, wie ich gerade gesagt habe, dass das Schiff quasi mit einem optimalen Winkel in die Stütze fährt, dann stürzt nicht sofort das ganze Bauwerk normalerweise ein. Und hier kommt die Frage, könnten da Sprengstoffe im Spiel sein? Und wir sehen Lichterscheinungen, die ungewöhnlich sind und nicht zuzuordnen sind. Ich rede nicht von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, die draußen rumlaufen und in allem im Prinzip immer einen hinterm Busch sitzen sehen, sondern ich rede hier von Fachleuten, die mich mit diesen Fragen hier konfrontiert haben, mit den Aussagen. Jetzt kommt das Ganze natürlich auch und muss eingebunden werden in die allgemeine Situation. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die großen Philanthropen gerade alle ihre Aktien verkauft haben. Wir müssen hier auch die Diskussion sehen, dass man daraus ableiten kann, dass da ein schwarzer Schwan, also ein Event, kalkuliert werden könnte, was die Märkte zu Fall bringen können. Das heißt, wir werden sehen, ob jetzt ähnliche Fälle sich an anderer Stelle auch wiederholen könnten. Und es kursiert ja auch in den Medien, dass zum Beispiel die Russen durchaus in der Lage wären, mit ihrem modernen Waffensystem gar nicht mal komplett alles wegzubomben, sondern die elektronische Infrastruktur lahmzulegen. Und das spricht eigentlich alles für unglaublich viele Fragen. Was heißt denn, die elektronische Infrastruktur lahmzulegen? Naja, indem man beispielsweise die Infrastruktur platt macht, indem man zum Beispiel die Stromversorgung platt macht. Man braucht heute keine Bomben in irgendwelche Großstädte schmeißen, sondern gezielt auf Verteilernetzwerke von Energieversorgern beispielsweise das einzusetzen. Also bewusst hier einen ökonomischen GAU einzuleiten, weil jeder weiß, wie komplex und wie sensibel die gesamte Infrastruktur der Transporte, der Logistik läuft. Und da kann man schon gezielt einsetzen. Okay, also wenn es so wäre, dass da gezielt eingegriffen worden ist, dann müsste man sich ja fragen, warum? Welches Ziel? Du sagst gerade, die elektronische Infrastruktur, es sind aber auch die Lieferketten. Es gibt eine ganze Menge Gründe, wenn jemand böse will, warum sowas gemacht wird. Und das erinnert natürlich ein bisschen an die großen Unglücke, als im Suezkanal die Schiffe feststeckten und als die großen Schiffe, die großen Häfen der Welt nicht anlaufen konnten, weil zu viele da waren und die nicht abgefertigt werden konnten, weil so viele Corona-kranke Hafenarbeiter eben nicht zur Arbeit gekommen waren. Das ist ja alles, Andreas, sehr auffällig. Seit 4 Jahren, seit der Mikrobe, seit den großen Maßnahmen, die dazu gehören, die gerade in Deutschland aufgeflogen sind, da kommen wir natürlich auch gleich noch dazu. Aber wäre das für dich vorstellbar? Wir kommen nämlich gleich mal in die Einzelheiten, was jetzt schon klar ist, was da dieses Desaster in Baltimore alles nach sich ziehen wird. Ja, also ich will nochmal deklarieren, reine Spekulation. Es ist ein sehr umfangreiches Thema. Erstmal ist der Impuls, dass wir diese technischen Dinge sehen müssen. Wir sehen, dass Baltimore ja bei Washington liegt. Und wenn wir sehen, dass das ein relativ schmales Gewässer ist, ist es auch so, dass die Schiffe nur mit Schrittgeschwindigkeit überhaupt fahren dürfen. Stattdessen sieht man
auf den entsprechenden Navigationsarchivierungen, die habe ich vorliegen gerade, dass das Schiff mit 8,8 Knoten gefahren ist. Ein Knoten ist 1,852 Stundenkilometer. Und das heißt, das ist viel zu schnell gewesen. Das ist das eine. Zweitens, die letzte Strecke vor dem Aufprall ist das GPS-Signal, also die Navigation, unterdrückt worden. Das heißt, wir sehen dort eine rote Linie, wo plötzlich das GPS regelrecht ausgeschaltet wurde, dann zweimal Licht aus, wieder Licht an, könnte das im Prinzip eine Komplettabschaltung gewesen sein. Die Frage, die man einfach nur stellen darf, könnte es sein, dass das Schiff elektronisch quasi übernommen und sogar fremdgesteuert wurde? Nur eine Frage, nicht mehr, aber wir bleiben dran. Also du meinst eine Art Hacking? Eine Art Hacking gewissermaßen, ja. Okay, also wir haben jetzt die ganzen Verschwörungstheorien hier durch mit einigen Indizien und einigen Verdachtsmomenten. Wir wollen mal in den Artikel von NTV, der heute erschienen ist, hineingehen. Und zwar lautet die Überschrift: Hafen lahmgelegt, Brückeneinsturz von Baltimore trifft Autohersteller. Ach, das ist ja ein ganz neues Thema. Und also diese Brücke, die da jetzt nicht mehr ist, die hieß mal Francis Scott Key Bridge. Und ja, jetzt könnte der Hafen von Baltimore, heißt es hier, wochenlang stillstehen. Dieser Hafen hat für die Verschiffung von Autos auch deutscher Konzerne erhebliche Bedeutung. Auch Kohle und Flüssiggas werden von dort abtransportiert. Bevor ich weiterlese, Andreas, dein Kommentar dazu? Naja, es gibt zwei Brücken dort, zwei wesentliche. Diese Francis Scott Key Brücke, die da zusammengebrochen ist, ist die Brücke, die mehr im Stadtinneren direkt vor dem Hafengebiet liegt. Ich habe mir das auf den Karten alles ziemlich genau angesehen. Ich hatte erst gedacht, dass es eine weitaus größere Brücke ist, die noch vorher über einen weit größeren eine größere Distanz an Wasser, die zu überbrücken ist, dann eben halt stattfindet. Das wäre eine wesentlich längere Unterbrechung gewesen. Aber der Hafen ist definitiv jetzt nicht ansteuerbar. Das heißt also, entsprechende Logistikteile, Ersatzteile für Autos, Autos selbst beispielsweise, sind davon betroffen. Auch LNG-Transporte, also die Gastransporte nach Europa, stehen da in der Diskussion. Da sind wir gerade dabei. Also ich halte euch da auch auf dem Laufenden, wenn ich Neues habe. Mittwoch, denke ich, können wir da schon mehr zu sagen. Mittwoch haben wir heute. Oh, Freitag. Ja, man verliert hier das Verhältnis zu Zeit und Raum, das geht uns immer wieder so. Also ihr Lieben, es ist ein wichtiger Hafen an der US-amerikanischen Ostküste nun lahmgelegt worden. Es wurde auch eine Autobahnverbindung damit unterbrochen. Die Brücke überspannte die Einfahrt zum insgesamt neuntgrößten Hafen der USA. Und Baltimore ist kein großer Containerhafen. Laut Bloomberg steht er für etwa 3% des Gesamthandels an der Ost- und Golfküste. Aber hier werden eben die meisten Autos in den USA umgeschlagen. Rund 750.000 wurden im vergangenen Jahr über Baltimore verschifft, hergestellt von amerikanischen und europäischen Konzernen. Dazu gehören General Motors, Ford, Volkswagen, BMW, Mercedes. Ja, auffallen viele Deutsche. Wichtig ist Baltimore auch für den Transport, du hast es gerade schon gesagt, von Flüssiggas, aber auch von Kohle, Gips und Bauholz. Das Gesamthandelsvolumen des Hafens lag letztes Jahr bei rund 47 Millionen Tonnen Gütern im Wert von etwa 80 Milliarden Dollar. Das bedeutet rein rechnerisch, dass jeder Tag, an dem Baltimore jetzt geschlossen ist, Waren im Wert von 217 Millionen Dollar täglich nicht umgeschlagen werden können. Und wie lange jetzt die Behinderungen dauern werden, ist völlig unklar. Es könnte Wochen, es könnte sogar mehrere Monate dauern, heißt es, bis der Hafen wieder genutzt werden kann. Und die Behörden haben ganz offiziell den Seeverkehr durch diesen Hafen bis auf Weiteres eingestellt. Andreas, diese Zahlen, zum Beispiel täglich 217 Millionen Dollar, können nicht umgeschlagen werden. Das sind ordentliche Summen. Das sind ordentliche Summen und wir wissen, wie sensibel alles reagiert. Wenn wir nur daran denken, dass damals die Evergrande, war das glaube ich, die dann dort im Suezkanal liegen geblieben ist, die gesamte Welt
Weltwirtschaft zum Stocken gebracht hatte. Und jetzt haben wir hier im Prinzip einen solchen Hafen, wobei das noch etwas anderes ist von der Dimension. Was wir jetzt hier genau beobachten müssen, treten jetzt mehrere dieser Fälle in Zukunft ein. Und dann kann man eventuell auch erst wirklich Rückschlüsse ziehen, weil man neigt ja dazu, als Mensch auch Verbindungen zu sehen. Jeder weiß zum Beispiel, dass über die Ketschbrücke bei der Krim viel gesprochen wird. Das ist auch wieder so diese Brückendiskussion. Man darf sich da aber auch nicht zu sehr ins Boxhorn jagen lassen durch seine eigene Fantasie, sondern unaufgeregt, ruhig, sachlich die Dinger recherchieren, erforschen und dann wissenschaftlich absegnen lassen und dann erst drüber reden. Bis jetzt sind wir in der Spekulation, aber es sind Ungereimtheiten deutlich. Die amerikanische Regierung hat sich auch schon zu Wort gemeldet. US-Verkehrsminister Pete Buttigieg, der hat gesagt, es stehe außer Frage, dass die Schließung von Baltimore erhebliche und langwierige Auswirkungen auf die Lieferketten haben werde. Und Präsident Biden hat sich auch gemeldet und sagt, man werde oder die US-Regierung werde wörtlich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um den Hafen zu öffnen und die Brücke so schnell wie möglich zu reparieren. Das allerdings werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Ist ein sonderbares Wording, Himmel und Hölle. Ja, man weiß nicht, in welche Richtung das hier geht, aber man muss einfach wissen, dass es manchmal ja nur kleine Initialfunken braucht. Apropos Funken, seht euch ruhig mal immer wieder diese Videos rein. Geht mal auf YouTube, gebt mal rein, Baltimore Bridge und über den Zusammenbruch. Und da gibt es Nahaufnahmen, Fernaufnahmen. Beobachtet mal auch in Zeitlupe so die Feingefühle. Also nochmal zurück. Manchmal reichen kleine Funken ökonomisch aus, um zum Beispiel eine Wirtschaft zu kollabieren zu lassen, besonders dann, wenn sie angeschlagen ist. Die Börsen sind angeschlagen, das Finanzsystem ist angeschlagen. Wir haben momentan ja offenbar nur noch die Möglichkeit, über eine Kriegswirtschaft das Ganze, diesen ganzen Prozess des Kollapses quasi zu verzögern, denn aufzuhalten ist ja eigentlich gar nicht aus meiner Sicht. Da muss man schon genau ansehen. Also wir blind jetzt dran. Wir haben, als die Evergrande gelegen hat im Suezkanal und wochenlange Staus ausgelöst hat, haben wir dann auch gelernt, dass viele Schiffe umgeleitet wurden. Auch als die Houthis im Roten Meer, von denen hört man im Moment nicht viel, aber weil die so kriminell angegriffen haben, andere große Schiffe, wurden auch da die Schiffsrouten verändert, dass man nicht da durch musste, also längere Läufe, längere Zeiten, längere Lieferzeiten, alles wurde teurer. Und auch hier tritt dieses Phänomen wieder auf. Also Logistiker hoffen, dass dieser Engpass lokal begrenzt sein wird und die Lieferketten nicht völlig durcheinander wirbeln wird. Mit völlig durcheinander wirbeln ist tatsächlich das globale Lieferkettensystem wieder gemeint. Also die Unternehmen können ihre Fracht umleiten, das haben auch einige schon angekündigt, bei Ex- und Importen auf andere US-Häfen auszuweichen. In Frage kommen da nicht nur Häfen an der Ostküste von Miami bis Boston. Um dort Engpässe zu vermeiden, haben sie auch die Westküste, etwa mit Los Angeles, im Blick. Das bedeutet allerdings deutlich längere Transportwege, damit deutlich höhere Kosten. Und der zweitgrößte Hafen des Landes für Autotransporteure befindet sich in Brunswick im Bundesstaat Georgia. Das ist etwa 700 Meilen südlich von Baltimore. Also was für mich insgesamt gesehen am interessantesten ist, dass der Westen am meisten von all dem betroffen ist. Es geht um westliche Probleme, die auftauchen. Ob das die Evergrande war im Suezkanal, ob das jetzt diese Geschichte ist oder andere. Stattdessen hat man dann zum Beispiel gegen den Osten ja mit Sanktionen gearbeitet, die alle nicht wirkten, im Gegenteil. Das heißt, Russland steht so gut da wie noch nie, die chinesische Wirtschaft steht so gut da wie noch nie. Und wir kennen ja den guten alten Spruch, was ja auch in der Natur ist, im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht die Sonne unter. Und das kommt mir momentan so in den Sinn, wenn ich das so sehe. Sollte da eine strategische, kriegerische Absicht hinterstehen, also einen ökonomischen Krieg zu führen, dann wäre das eine intelligente Form. Und genau da lege ich momentan meine Gedanken drauf. Könnte das sein, aber
Es ist natürlich, wie gesagt, eine Verschwörungstheorie. Definitiv noch nicht einmal ein Verdacht, sondern eine Verschwörungstheorie. Verdacht ist lediglich die Ungereimtheiten. Da kommt der Verdacht auf. Warum ist das Schiff da so komisch reingefahren? NTV hat das auf jeden Fall hier richtig am Ende zusammengefasst. Für Unternehmen und Verbraucher könnte sich eine Erfahrung aus der Corona-Pandemie wiederholen, die vor allem durch Lockdowns in China gemacht wurde. Ein plötzlicher, deutlicher Anstieg des Frachtaufkommens reicht aus, um die Abfertigungskapazitäten eines Hafens zu überfordern. Das führt zu massiven Staus von wartenden Schiffen und zu immer größeren Verzögerungen beim Transport. Und eben, wie gesagt, auch für ein Emporschnellen der Preise. Das ist der entscheidende Punkt. Das Emporschnellen der Preise. Die Menschen haben jetzt schon Schwierigkeiten. Es gibt mittlerweile in den Industriestaaten wie Deutschland hungernde Menschen in einer explosionsmäßig ansteigenden Anzahl. Und wenn das noch mehr zunimmt, dann ist das natürlich auch eine massive Ablenkung von den RKI-Files und all die Dinge, die da auch gerade laufen. Das heißt, hier gehen ja mittlerweile aufgrund der Erfahrungen seit 9/11 und auch davor, wenn man sich da historisch mit beschäftigt, die Frage hin, gibt es einen Inside-Job oder was auch immer. Also das ist ja alles noch offen, in welche Richtung es geht. Es fällt nur auf, dass die Events sich überschlagen im Moment und die Menschen quasi abgelenkt werden. Und gerade jetzt, wo die Politik dieses großen Betrugsmanövers Corona offenbar gerade überführt wird, da passen diese Ablenkungen vielleicht auch an der Stelle ganz gut rein. Aber wie gesagt, jetzt muss ich aufhören, wir wollen wieder auf die Fakten zurück. Ja, wir haben eine Menge Fakten, also das behalten wir auf jeden Fall im Blick, ihr Lieben, und kommen zum nächsten Ereignis, bevor wir dann zu deinem Lieblingsthema neben Baltimore, nämlich den Corona-Protokollen kommen. Ja. Wir schauen nur ganz kurz nach Argentinien, da gibt es ja einen neuen Präsidenten, Javier Milei. Der ist ja ein Libertärer, das betont er auch immer. Und Bloomberg meldet, dass Milei jetzt plant, in den kommenden Monaten 70.000 Staatsbedienstete zu entlassen. Das wird hier so gewertet als deutliches Anzeichen, dass er den aufgeblähten Staat im Stil einer Kettensäge zurechtstutzen will. Was ist das? Wie wirkt diese Meldung auf dich? Naja, erst einmal gut. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Diese Staatsquoten sind einfach zu groß. Das sind so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wie wir sie in anderen sozialistischen Systemen auch kannten. In Deutschland haben wir das ja ganz deutlich. Wenn wir sehen, ich glaube, die Steuereinnahmen, Markus Krall hat das neulich mal gesagt in einem Interview, die liegen bei 400 Milliarden im Jahr in Deutschland zum Beispiel. Und 100 Milliarden gehen schon allein für die Verwaltung der Steuern weg. Und wenn man sich das Ganze immer hochrechnet, dann bleibt nachher für die eigentliche Infrastruktur gar nichts mehr übrig, sondern es geht um eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in vielen Fällen für diejenigen, die mit diesen ganzen Steuergelderverwaltungen beschäftigt sind. Und wenn man an der Stelle diese Dinge natürlich jetzt runterfährt, spart der Staat unglaublich viel Geld ein. Das heißt, wir brauchen weniger Steuereinnahmen und so weiter. Das kann man natürlich nutzen, um steuerliche Anreize in dem Land zu bieten, um andere Länder zu motivieren, sich dort niederzulassen. Stellen wir uns mal vor, wir würden im Rahmen einer libertären Entwicklung tatsächlich 80% der gesamten Infrastruktur der Staatsbediensteten in Deutschland loslassen, aufgeben, einfach schlichtweg streichen. Dann würde so viel Kapital zur Verfügung stehen, womit wir Steuervorteile bieten können oder Steuerreduzierung oder ganze Abschaffungen, womit wir Massen an Unternehmen im Prinzip nach Deutschland ziehen würden, die Deutschland so schnell wieder aufbauen, dass auch die vorübergehenden Arbeitslosen, die aus den Staatsdiensten jetzt herauskommen, relativ schnell wieder eine Nachfrage nach neuen Arbeitnehmern entsteht und die auch ganz schnell wieder in Arbeit und Brot wären, vielleicht sogar mit einer sinnvollen Aufgabe, anstatt nur rein zu verwalten. Es ist ja nicht alles schlecht, was da verwaltet wird. Das sind eigentlich so die Hintergründe. Ja, danke dir für diese Ausführung. Wir wollen jetzt uns den Corona-Protokollen zuwenden. Da gibt es eine ganze Menge Neuigkeiten. Also erstmal würde ich gerne hier in einen Artikel von der Weltwoche reinlesen, weil der ist kurz und knackig.
der Blick aus der Schweiz auf Deutschland und die Maßnahmen. Und da heißt es in der Überschrift Corona-Protokolle, die großzügig geschwärzten RKI-Files bieten Stoff für Schlagzeilen. Doch die Medien verharmlosen oder schweigen. Diesem Thema wenden wir uns mal als erstes zu. Haben wir ja vorgestern auch schon gemacht, aber inzwischen ist einiges mehr zu lesen. Und hier heißt es, man wundert sich über Georg Restle, das ist ja dein Lieblingsredakteur bei Monitor in der ARD. Während der Pandemie war der ARD-Mann schnell dabei, alle Corona-Demonstranten ins rechtsextreme Lager zu stecken. Heute schreibt er auf X, also ehemals Twitter, und das war gestern oder vorgestern, nicht jeder, der überbordende Corona-Maßnahmen kritisiert hat, ist ein Schwurbler oder Rechtsextremer. Das ist ja tatsächlich neu. Und man fragt auch hier, woher der Sinneswandel? Offensichtlich liegt es an den sogenannten RKI-Files, also dem Teil der Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts, die vom Online-Medium Multipolar zur Veröffentlichung freigeklagt wurden. 2500 Seiten, die es in sich haben, da sie nahelegen, dass während der Pandemie künstlich hocheskaliert wurde, weil politisch so gewollt. Stoff genug für fette Schlagzeilen. Doch erstmal geschieht in den etablierten Medien nichts. Der Nordkurier macht endlich den Anfang. Es folgt eine ZDF-Kommentatorin, die von einer möglichen politischen Sprengkraft schreibt, das allerdings erst 4 Tage, nachdem die RKI-Files längst zu den Hauptthemen in den sozialen Medien gehören. Immer noch wird medial viel geschwiegen. Und wer das nicht mehr kann, der spielt die brisanten Dokumente massiv herunter. Die ARD widerspricht dem ZDF und redet von einem Skandal, der keiner ist. Die FAZ schreibt, die veröffentlichten Protokolle unterstützen nur diejenigen, die an eine Verschwörung glauben wollen. So unbeholfen wollen also Leitmedien, die die Corona-Politik mitbefeuert haben, ihren Kopf aus der Schlinge ziehen. Blind dafür, dass ihre Reaktionen nur noch deutlicher machen, dass sie in Sachen Corona weiterhin Arbeitsverweigerung betreiben. Denn wahr ist nun mal auch, niemand von ihnen hat die Offenlegung der Protokolle eingeklagt. Und wieso rütteln auch die rund 1000 Schwärzungen, die an den freilich entscheidenden Stellen vorgenommen wurden, nicht wach? Wer seinen Auftrag als Journalist ernst nimmt, müsste sofort Transparenz einfordern. Doch in den wenigen Berichten heißt es nur, am 6. Mai 2024 zieht Multipolar vor das Berliner Verwaltungsgericht, um eine vollständige Protokolleinsicht ohne Schwärzungen zu erwirken. Was so klingt, als sei das einzig die Sache von Multipolar. Wie viele mediale Ohrfeigen sollen die deutschen Bürger eigentlich noch aushalten müssen? Ja, wir sehen hier natürlich etwas ganz Großartiges, was uns natürlich auch jetzt etwas beruhigt, dass nämlich die Menschen wach werden. Und wir sehen diesen wild gewordenen Hühnerhaufen von Medien und die betroffenen Politiker, sind ja nicht alle betroffen davon, aber ein großer Teil ist davon betroffen, die ja wirklich in einer Art und Weise jetzt ihre gesamte Erbärmlichkeit an den Tag legen, indem sie eigentlich nur noch so vor sich hin zittern und vor sich hin schwurbeln. Ich denke an Frau Büchs, das fand ich so wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, ob du da auch noch was dazu gemacht hast, aber Frau Büchs hat da ja wirklich eine gewaltige Geschichte gebracht. Und ich habe dann irgendwo gelesen in einem Artikel, man muss sich mal ihre Rede dort ansehen und den Ton ausmachen und nur ihre Gestik dabei beobachten. Das habe ich gemacht. Die Frau Professor Büchs ist in einem Panikmodus, weil sie aufgeflogen ist, weil sie nämlich eine Mitläuferin offenbar war eines Systems, wo sie jetzt richtig Angst hat. Und das hat sie auch zu Recht, denke ich mal. Ich will ganz kurz sagen, wer Frau Büchs ist. Die ist Ethikratvorsitzende. Ja. Die waren ganz wichtig während der Lockdown- und Pandemiezeit und haben da mit sehr merkwürdigen Hinweisen und Ratschlägen sich zur Schau gestellt. Sie hatte, glaube ich, auch sowas gesagt, dass sie ihre eigenen Kinder auch impfen lassen würde. Das war so eine der Aussagen, die mir dann unter die Haut gegangen ist. Aber was eben gerade bekannt gegeben wurde, Andreas, und zwar auf dem Portal Multipolar, von Paul Schreier und, wer heißt der andere, Stefan Korinth, glaube ich. Tja,
Am 6. Mai soll ja die Verhandlung stattfinden, die Multipolar jetzt erzwingen will, damit die Schwärzungen auch freigegeben werden. Die RKI-Anwälte wissen seit Januar davon, aber jetzt heißt es, die RKI-Anwälte wollen den Prozesstermin verschieben. Gehen wir gleich mal rein. Ganz kurzer Hinweis für euch. Multipolar Magazin findet ihr im Netz relativ einfach. Das solltet ihr jetzt dort mal im Auge behalten, weil dort erscheinen immer als erstes die neuen Informationen zu diesen Corona-Protokollen. Und jeder, der Lust hat, auch mal auf eigene Faust sich selber ein Bild zu machen, der ist da genau richtig. Außerdem, ja, solche Portale muss man auch unterstützen, nicht nur durch Anmeldungen, sondern vielleicht auch anderweitig. Denn das, was Paul Schreier hier gemacht hat, für dieses Land mit einer grellen Lampe ins Dunkel geleuchtet hat und todesmutig vor Gericht gezogen ist, das sind wirklich die Handlungen eigentlich, die man sich von investigativen Journalisten wünscht. Und wenn man sieht, wie alle jetzt den SCH-Punkt einziehen und rumjammern und wimmern, dann wird es umso armseliger und man verliert wirklich Schritt für Schritt die Achtung und den Respekt vor der Arbeit dieser Leute, die hochdotiert und hochbezahlt sind. Ja, also Paul Schreier, der wirklich meinen größten Respekt genießt, ist ein messerscharfer Denker, der die Zusammenhänge sehr schnell erfasst, auf den Punkt bringt. Und sowas habe ich im öffentlichen, rechtlichen überhaupt noch nicht gesehen. Also überhaupt diese Qualität, die ist ja nicht mal zu finden. Das ist ja auch eine Frage der Qualität. Wir haben da im Prinzip, ich sag mal, aufgebrachte Menschen, die empörungsbereit mal eben ihr Fähnchen in die andere Richtung schieben, wie Herr Restle, der dann eben halt sagt, ich war ja schon immer dagegen, obwohl er das glatte Gegenteil gesagt hat. Oder Frau Büchs, die ausgezeichnet wurde, die Ethikratsvorsitzende, ausgezeichnet wurde dafür, dass sie sich gegen die Spaltung und für einen Zusammenhalt der Menschen während der Corona-Phase im Prinzip ausgezeichnet hatte. Und sie gehörte zu einer der Hauptspalterinnen aus meiner Sicht der Menschen. Aber das kennen wir ja auch vom Friedensnobelpreis. Herr Obama hat ja auch den Friedensnobelpreis bekommen und ich glaube, es gab kaum einen anderen Präsident in den Vereinigten Staaten, der so viel Kriege angezettelt hatte. Und das ist die Zeit, die wir heute haben. Alles steht auf dem Kopf. Also, welche Kanzlei vertritt das RKI in diesem Gerichtsverfahren um die Freiklagung der ungeschwärzten Krisenstabsprotokolle aus 2020 und 2021? Das ist die Wirtschaftskanzlei Raue. RAUE. Und die haben beim Verwaltungsgericht Berlin beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme, der vom Richter auf den 6. Mai festgelegt worden war, zu verschieben. Das teilte das Gericht den Anwälten von Multipolar mit. Dieser Antrag der RKI-Anwälte ging am 18. März bei Gericht ein. Unmittelbar nach der ersten Multipolar-Veröffentlichung zu den bislang geheimen Protokollen, aber der Verhandlungstermin war den beteiligten Anwälten bereits im Januar mitgeteilt worden. Andreas, da scheint ja der Kittel zu brennen. Der Kittel brennt definitiv und ich glaube, man zieht jetzt seine Truppen zusammen. Hier geht es ja jetzt um einen Krieg, der jetzt stattfindet, nämlich, dass die Bürger festgestellt haben, dass offenbar eine politisch motivierte RKI, und das ist das Entscheidende, weil nochmal, es gibt diesen General Dr. Wie heißt er nochmal? Hobart, diesen General? Holterm. Herr Holterm, der ja in 2020 im März eine neue Abteilung geleitet hatte im Gesundheitsministerium, die sich eben halt damit dieser Thematik der Pandemie auseinandersetzen sollte und der offenbar auch weisungsberechtigt oder befugt gegenüber dem RKI ist. Also dem RKI aus der politischen Abteilung des Gesundheitsministeriums quasi übergeordnet ist und RKI ist untergeordnet. Damit ist Herr Lauterbach übrigens wieder einmal einer kompletten Lüge entlarvt, der sagt, das RKI hat immer wissenschaftlich unabhängig gearbeitet. Das ist damit eben halt nicht wahr. Und das können wir erkennen. Und Tom Lausen, ich möchte das kurz schon mal ansprechen, ein hervorragender Systemanalytiker, der nur mit den offiziellen Zahlen und Daten des Bundes und der offiziellen Ämter gearbeitet hat, der macht eine lückenlose Aufklärung der gesamten Zusammenhänge, eine Indizienkette, die ganz deutlich das
Corona-Gebäude zum Einkrachen bringt. Und wir haben es schon eingestellt, sollten es nochmal wieder einstellen. Und ich kann nur jedem empfehlen, diese 44 Minuten, allgemeinverständlich übrigens, sich anzutun, um zu sehen, man kann nur noch erschrocken sein, wenn man das hört, aber es ist auch teilweise ganz amüsant, wie er das macht, wie tatsächlich diese ganze Szenario-Geschichte aufgebaut wurde. Wir werden am Freitag da in diese Tom-Lausen-Recherche einmal reingehen. Das wird heute zu viel, aber uns ist es sehr wichtig, dass wir an diesem Thema dranbleiben, euch auch umfangreich informieren, was im Moment der Sachstand ist. Also, wir haben es gerade gesagt, die Wirtschaftskanzlei Raue ist zuständig. Die beiden Raue-Anwälte heißen Wolfram Hertel und Arne Dittloff. Und die führen in ihrem Antrag aus, sie würden das Verfahren allein verantwortlich bearbeiten, seien jedoch beide am 6. Mai verhindert. Ich meine, wie gesagt, im Januar wussten sie es, jetzt auf einmal, seit Veröffentlichung, sind sie verhindert. Der Termin könne allerdings aufgrund der Komplexität des Streitstoffes und seines Umfangs nicht von anderen Anwälten der Kanzlei wahrgenommen werden. Ja, die Einarbeitungsaufwandszeit wäre unverhältnismäßig. Nebenbei die Info, Kanzlei Raue beschäftigt nach eigenen Angaben 80 Rechtsanwälte. Und das Gericht teilte der Kanzlei laut den multipolar vorliegenden Unterlagen dazu mit, dass der zuständige Einzelrichter noch bis zum 17. April in Elternzeit sei und erst nach seiner Rückkehr über den Verlegungsantrag entscheiden könne. Somit ist derzeit noch unklar, schreibt Multipolar, ob über die von Multipolar geforderte Aufhebung der mehr als 1000 Schwärzungen in den Protokollen dann tatsächlich am 6. Mai beraten und entschieden wird, wenn die alle keine Zeit haben. Also man muss sich das mal vorstellen. Es geht um mal die Begrifflichkeiten von Dr. Gunter Frank zu berücksichtigen, der ja auch in unserem großen Kongress ein wunderbares Interview abgeliefert hat. Es geht hier um das größte Staatsverbrechen seit der Gründung der Bundesrepublik. Und jetzt kann der Prozess im Moment nicht stattfinden, weil der Richter in Elternurlaub ist. Elternteilzeit ist. Es ist ja nicht zu fassen, wo wir gelandet sind. Nicht zu fassen, Elternteilzeit. Und die beiden Anwälte haben gerade keine Zeit an dem Tag. Und die haben jetzt auch keinen anderen, der das mal eben bearbeiten kann. Das klingt so, als ging es um ein Falschparkendelikt, was man jetzt mal eben verschieben muss. Es ist eine unglaubliche Situation. Es zeigt in Anbetracht der hohen Brisanz und dieser primitiven Manöver, die hier offenbart werden, wie der Kittel brennt. Ja, also man kann es ja nicht anders deuten. Wie stellst du dir denn jetzt gerade den Zustand dort hinter den Kulissen in dieser Anwaltskanzlei vor? Ich glaube, die Anwaltskanzlei, die wird natürlich jetzt in einer massiven Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, die Bundesregierung mit dem Gesundheitsministerium, die wiederum mit der WHO und die WHO natürlich mit ihren entsprechenden finanziellen Betreibern, die die WHO ja letztendlich steuern und halten, und da sind wir wieder bei den Philanthropen. Es geht ja jetzt nicht nur um einen deutschen Prozess, es geht ja jetzt um eine Weltlage, die sich jetzt gerade entwickelt. Und wir sehen ja anhand dieser völlig verfehlten Corona-Politik, denken wir zum Beispiel, indem man die Leute auch bildungsmäßig oder auch von der Presse her isoliert hatte. Während der gesamten Corona-Phase wurde über Schweden nichts berichtet, nur in den alternativen Medien. Und man wusste, die haben zum Beispiel keine Maßnahmen, die haben keine Masken. Da hieß es einfach nur, wenn ihr krank seid, bleibt ihr einfach zu Hause. Das wurde aber auch nicht wirklich kontrolliert und so weiter. All diese Dinge sind in Deutschland nicht durchgestochen worden. Und man muss sich doch mal fragen, wenn man in einer solchen Notlage ist, dass man doch erstmal guckt, was machen die Nachbarländern? Wie kommen denn die damit klar? Können wir daraus lernen? Man muss sich doch austauschen. All das hat nicht stattgefunden und man erkennt hier eine agendaartige Handschrift der WHO und ich vermute mal, die will man jetzt versuchen, mit viel, viel Geld dazu bekommen, jetzt eine gigantische konzertierte Aktion neu zu machen. Vielleicht ist man auch noch nicht so weit und hat ein Event vorbereitet als Ablenkungsmanöver von dieser ganzen Geschichte. Hier ist die reine Spekulation im Gang. Ja, und einige sagen, ja, das lenkt jetzt ab. Achtung von den WHO-Plänen für den Mai. Denn im Mai will ja die WHO den Pandemievertrag und die internationalen Gesundheitsvorschriften
global verabschieden, obwohl viele Leute davor warnen, viele Länder auch mit Sicherheit nicht mitmachen werden, Andreas. Aber hier wird ja sozusagen vorbereitet, dass das, was bei Corona, bei diesen Lockdowns passiert ist, bleiben wir nur bei Deutschland, aber es war ja weltweit der Fall, dass das jederzeit wieder gezogen werden kann, wenn die WHO vielleicht durch den Hinweis eines sehr wohlhabenden Philanthropen eine Seuche, eine Pandemie erklärt. Und dann heißt es, ihr bleibt zu Hause, ihr fahrt nicht mehr Auto, ihr dürft nicht mehr fliegen und wegen Klima auch kein Fleisch mehr essen. Das ist die Warnung davor, dass das jetzt verloren geht. Aber Andreas, aus meiner Sicht könnte es eher so aussehen, dass das jetzt, diese Aufarbeitung der Corona-Protokolle von Multipolar, dazu dienen könnte, in der Öffentlichkeit doch sichtbarer zu machen, welche Gefahren mit dem WHO-Vertrag jetzt drohen. Mit Sicherheit, und deshalb will man Zeit gewinnen und vorher den Vertrag unterschreiben, bevor der Prozess öffentlich losgeht. Man muss sich das mal vorstellen, es sind ja Befragungen, die da stattfinden. Und wenn dann solche Leute, wie zum Beispiel Tom Lausen, nur mal als Beispiel, als Zeuge geladen wird, zu seinen Daten, nur mal angenommen. Und er stellt alleine mal die Frage, wie ist es eigentlich möglich gewesen, dass die vielen Kranken beispielsweise, die Corona-Kranken, die meisten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag eingeliefert wurden, also nicht am Wochenende, wo weniger Personal war. Also ich meine, es ist normal beispielsweise, wenn einer plötzlich einen Herzinfarkt hat oder einen Schlaganfall, da kann man sich die Tage nicht aussuchen, da ist eine relativ gleichmäßige Einlieferung. Aber bei den Notfällen bei Corona war das eben halt anders. Das sind Fragen, die gehen gezielt ins Herz. Zweite Frage. Wir erinnern uns noch an diese tanzenden Ärzte, tanzenden Pfleger in den Krankenhäusern, die da choreografisch da ihre Impfkampagne durchgezogen haben, mit der tollen Musik und so weiter. Und man muss sich doch mal fragen, das sollen ja angeblich echte Ärzte und Krankenpfleger gewesen sein, wie lange dauert eigentlich es, eine solche Choreografie in Gang zu bringen? Das heißt, wie lange waren die eigentlich schon vorbereitet, dass die da auf den Hubschrauberlandeplätzen zum Beispiel solch ein Theater da abgespielt haben? Alle diese Faktoren sind jetzt vielleicht sachlich gar nicht entscheidend, aber das ist das, was die meisten Menschen dann berührt. Und die stellen die einfachen Fragen und sagen, Moment, das ist doch alles fehlgelaufen, was da gelaufen ist. Und das gilt es jetzt irgendwie zuzuschütten. Und ich glaube, diesen Geist kriegen Sie nicht mehr in die Flasche. Ich kann nur hoffen, ihr Lieben, dass ihr in eurem Umfeld auch Unternehmungen vorbereitet, um eben darüber zu sprechen. Bitte nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber aus den Mainstream-Medien jetzt die Berichte sammeln, die Bild berichtet flächendeckend darüber, über diese Corona-Protokolle. Und ja, wenn es die schreiben, dann wird jetzt, nehme ich mal an, jemand, der Mainstream-orientiert ist, nicht daran zweifeln. Und dass man sowas vorlegt und sagt, schaut bitte, was hier passiert ist, wie erklärt ihr euch das oder wie soll man das verstehen? Immer am besten mit Fragen, damit wir alle etwas dafür beitragen können und dazu, dass eben diese WHO-Pläne nicht umgesetzt werden können. Wir haben gestern ein Video eingestellt von einem ehemaligen WHO-Berater. Wenn ihr einfach nur oben in der Lupe eingebt, Hashtag, also diese Raute, US-Redaktion in einem Wort, dann kommt ihr direkt auf diesen Beitrag. Und der sagt etwas sehr Erstaunliches. Er sagt, dass die WHO ja überhaupt keine eigenständige Organisation ist, die Entscheidungen trifft, sondern denen werden die Entscheidungen von gewissen Leuten mitgeteilt. Ich sage jetzt nicht, dass es so ist, sondern ich berichte euch nur, dass dieser ehemalige WHO-Mitarbeiter, hochrangige, das in diesem Video geäußert hat. Ja, das könnte auch schon so sein. Davon gehen wir sogar aus. Die Problematik ist, die meisten Menschen, die sich haben ins Bockshorn jagen lassen in dieser ganzen kuriosen Corona-sogenannten Pandemie, in dieser politischen Agenda, für die ist es natürlich ganz bitter, jetzt so etwas erfahren zu müssen. Weil das sind ja keine bösen oder komplett blöden Menschen, sondern sie sind vertrauensselig gewesen.
gewesen. Sie sind so abgerichtet worden und sind vertrauensselig. Und es geht jetzt nicht darum, dass die Alternativen gewonnen haben und die anderen haben verloren, um Himmels Willen. Das ist definitiv nicht das Ziel, sondern man muss jetzt erkennen, wie bekommt man die Menschen in die Motivation jetzt rein, sich der Realität zu stellen. Das kann man zum Beispiel auch durch gewisse Vorteile, die man ableiten kann. Wenn jemand beispielsweise geimpft wurde und man stellt fest, dass das gar keine Hilfe war, es wird ja immer noch erklärt, man hat angeblich mit der Impfung viele Tote verhindert. Das ist mittlerweile widerlegt und zwar wissenschaftlich widerlegt. Wir können es an Schweden erklären und vergleichen. Ein absolut vergleichbares Land im Prinzip mit Deutschland. Und an dieser Stelle im Prinzip könnte man ja auch mal sagen, gibt es eigentlich für jeden Geimpften einen Entschädigungsanspruch? Könnte man nicht gegen die WHO klagen? Ich bin kein Jurist, aber welche Möglichkeiten gäbe es da zu sagen, ich bin geimpft worden, ich bin nicht informiert worden, ich erwarte jetzt eine Entschädigung von 10.000 oder 20.000 Euro oder 100.000 Euro und zwar für den Fall, dass ich geschädigt werde oder dass ich vielleicht auch sogar irgendwelche Nachteile habe, dann könnte sogar eine Motivation entstehen, sich gegen das System in dieser Stelle zu stellen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, denn sonst ist die Freiheit komplett weg. Diese Gefahr besteht. Auf der anderen Seite gibt es, wir haben neulich vor 2, 3 Wochen darüber gesprochen, weil dieses Thema WHO-Pandemievertrag und internationale Gesundheitsvorschriften, die eben auch genau dazu geeignet sind, das, was wir gerade in den Corona-Protokollen aufgearbeitet sehen, wieder einzuführen. Lockdowns, Schulschließungen, Isolierungen, Maskenpflicht, Impfpflicht und so weiter. Das wollen die durchsetzen. Und multipolar, wieder einmal, geht bitte auf die Seite, das ist der aktuelle Beitrag heute. Da wird Silvia Behrendt interviewt. Die ist ehemalige Beraterin der WHO und die hat, das berichtet sie in diesem Interview, deren Generaldirektor, also Herrn Tedros, in einem offenen Brief aufgefordert, die Weltgesundheitsversammlung im Mai, wo eben abgestimmt werden soll, nicht über die geplanten Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften abstimmen zu lassen. Sie warnt, dass die Änderungsvorschläge den Vertragsparteien nicht früh genug zur Verfügung gestanden haben, was den Vorschriften widerspricht. Wörtlich sagt sie, die Öffentlichkeit sollte die Sinnhaftigkeit der neuen Befugnisse der WHO angesichts der Hastigkeit und der falschen Begründungen für die Missachtung der rechtmäßigen Prozesse hinterfragen. Und dann sagt sie eben weiter, Andreas, sie drückt das aus, was auch gerade durch diese Corona-Files, die öffentlich gestellt wurden, passiert ist. Sie sagt wörtlich, das Dramatische ist, dass die Politik diesen Prozess dominiert, also auch bei der WHO. Ich meine, ob es jetzt die Politik ist oder eben die beauftragte Politik, die eben auch mit wohlhabenden Leuten sich hin und wieder ja auch trifft, wie man gesehen hat und gelesen hat. Aber die Warnung ist eben, dass da Leute ihre Finger im Spiel haben, die wenig mit wirklichen Gesundheitsinteressen zu tun haben. Nein, natürlich, das hat mit der Pharmaindustrie zu tun und die haben die Gesundheit nicht im Ziel, sondern ihre Umsätze im Ziel. Im Thema Gesundheit oder Krankheit. Die Menschen werden ja nicht mehr gesund gemacht, sondern sie werden medikamentös eingestellt. Das ist ja das Ziel. Das ist ja auch nicht wirklich neu. In Anbetracht dieser RKI-Akten alleine in Deutschland und auch der vielen anderen Verdachtsmomente, die wir haben, muss doch jetzt erstmal in Frage gestellt werden, inwieweit ist die WHO überhaupt noch anerkennenswert, als vertragswürdiger Partner zu agieren. Das heißt, aus meiner Sicht müssten alle Verhandlungen politisch weltweit mit der WHO nicht nur verschoben, sondern erst einmal abgebrochen werden. Und dann muss die WHO auf alle Zusammenhänge auf Herz und Nieren geprüft werden. Wer steht dahinter? Was steht dahinter? Aber eben halt auch die anderen Dinge, die da noch hinterstehen. Wir sehen ja diese großen Welthandelsorganisationen und IWF und so weiter. Wir haben jetzt hier einen Faden in der Hand, der aus dem Morast herauslugt. Das erste Mal ein Stück roten Zipfel. Und wenn wir jetzt anfangen, diesen Faden nur ein bisschen zu ziehen, dann wird das ein dicker Strick. Und den können wir wieder weiter unten anfassen. Und plötzlich haben wir da einen Riesentampen. Das sind noch größere Stricke.
kennt man auch aus der Schifffahrt den Begriff. Und dann kann man das rausziehen und wir werden merken, dass wir dann ein regelrechtes Sumpfungeheuer herausziehen könnten, es sei denn, und es gilt ja die Unschuldsvermutung, ich irre mich und das war ja alles real und in Ordnung. Aber das gilt es jetzt zu prüfen, einfach weiter zu verhandeln, als wäre die WHO jetzt nach wie vor anerkennenswert, halte ich für verkehrt. Mir scheint es so wie eine letzte Chance des Erkennens vor dieser Abstimmung da im Mai, denn ich möchte nochmal wiederholen, wir haben Interviews mit Gunter Frank, mit Frau Dr. Brigitte Röhrig, mit Herrn Hockerts, Professor Hockerts und vielen anderen zu diesem Thema geführt. Roland Tichy hat sich dazu geäußert, aber auch Hans-Georg Maaßen. Allesamt sprechen darüber, dass im Mai, wenn das zustande kommt, es aus ist mit der Freiheit der Menschen. Jetzt haben wir wenige Monate vorher einen nationalen Fall, an dem wir eigentlich alles erkennen können, was die Ziele sein könnten. Und Frau Behrendt, die ehemalige WHO-Beraterin, sagt, ich wiederhole das, das Dramatische ist, dass die Politik diesen Prozess dominiert und dass die Gesetzmäßigkeit offensichtlich niemanden interessiert, vor allem nicht die Politik, die Gesetzmäßigkeit. Und sie sagt, es wird alles auf das Narrativ gesetzt, dass wir schnell sein müssen, weil die nächste Pandemie wartet. Das ist ja wie mit dem Klima, da müssen wir auch schnell sein, weil sonst die Welt untergeht. Und zwar vielleicht schon morgen. Und sie sagt, es wird eben alles auf dieses Narrativ gesetzt. Und daher dürfe man alles außer Kraft setzen. Sie berichtet, dass jetzt Briefe vom Club de Madrid aufgetaucht seien, in denen sich einige hochkarätige Politiker zu Wort gemeldet und dazu aufgerufen hätten, die Aufgaben und Befugnisse der WHO zu reformieren. Sonst werde die Welt in der nächsten Pandemie untergehen. Das ist der O-Ton. Und sie sagt, das ist natürlich eine nicht legitime Einmischung, ganz zu schweigen davon, dass ein Gesetz, das so hastig zustande kommt und so schwerwiegende globale wie nationale Auswirkungen haben wird, extrem gefährlich ist. Denn alles, was in Kraft gesetzt worden ist, lässt sich kaum mehr außer Kraft setzen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn es erstmal läuft, wenn wir erstmal Grundgesetzänderungen durchgeführt haben, wie Frau Merkel das ja schon mehrmals in ihrer Amtszeit ganz leichtfertig geschafft hat, dann kriegt man das Ding nicht mehr zurück. Und weiter heißt es hier, jede Art von Autorität, die einmal übertragen worden ist, bekommt man von der globalen Ebene kaum mehr auf die nationale, geschweige denn auf die regionale Ebene, wo die Entscheidungsprozesse auch kontrollierbar sind. Die Öffentlichkeit sollte die Sinnhaftigkeit der neuen Befugnisse der WHO angesichts der Hastigkeit und der falschen Begründungen für die Missachtung der rechtmäßigen Prozesse hinterfragen. Ja, und leider kann es nur die allgemeine Öffentlichkeit machen. Es gibt ja auch immer so die Vorzeigestars in dieser Welt, bekannte Musiker, bekannte Schauspieler und so weiter. Man sieht eines, sie ducken sich momentan alle weg. Wenn es jetzt darum geht, dass schon wieder neue Pandemien in der Diskussion sind, da denke ich, wo bleibt denn jetzt beispielsweise Udo Lindenberg, der sie beispielsweise die Impfkritiker als hirntote Risikopiloten bezeichnet hatte. Oder den ehemaligen Bundespräsidenten Herrn Gauck, der gesagt hat, Impfgegner sind bekloppt. Ich hatte neulich gesprochen von der Frau Weiß, die sagte, man müsste sie prügeln. Andere haben gesagt, Stars, Impfverweigerer sollte man mit dem Blasrohr jagen. Das sind ja richtige Angriffe dieser Art. Jetzt sind ja wieder neue Pandemien offiziell am Laufen, aber man heißt es ja, laut Herr Lauterbach und so weiter. Wir müssen ja immer damit rechnen, es könnte neu kommen. Man sieht aber, dass die Schauspieler und die Leute, die sich haben, wie Uschi Glas oder Günter Jauch mit dem Pflaster, mit der Impfung, die treten jetzt nicht auf und sagen, Kinder, die haben mich auch verarscht. Ich habe auch im Prinzip das Ganze geglaubt und jetzt stehe ich plötzlich da. Ich stelle mich jetzt dagegen. Wieder versagen sie ein zweites Mal. Jetzt könnten sie ganz klar Flagge zeigen, weil sie nämlich die Wahrheit jetzt erfahren könnten. Stattdessen drücken sich so viele Feiglinge an die Seite und trauen sich nicht mehr. Und das ist so schade, dass diese Helden des Volkes jetzt so jämmerlich versagen. Ja, derjenige, der ja ein Video gemacht hat mit den Genannten, die du gerade erwähnt hast,
De Vries heißt Mick de der, Vries. Mick de Vries, Das ist ein echter Name. der hat, wie es jetzt heißt, Feindeslisten erstellt. Er wird vor Gericht gezerrt deswegen. Der Vorwurf lautet, er hätte also Feindeslisten erstellt und Aussagen wie "Lasst uns Impfverweigerer mit dem Blasrohr jagen, Weidmanns Heil" und so weiter, dass er das in einem 25-teiligen Thread auf X zusammengestellt hat, eingeleitet mit den Worten "Wir haben mitgemacht. Wir haben ausgegrenzt, diffamiert, diskreditiert, beleidigt, Menschen gecancelt im Dienste der Wissenschaft." Der wird jetzt vor Gericht gezerrt dafür. Eigentlich müsste ein Aufschrei auch durch die Medien gehen, denn man muss doch da mal anfangen zu erkennen. Aber das sieht nicht so aus. Ich habe für euch mal rausgesucht den Kommentar des Chefredakteurs des Tagesspiegels, der offenbar so gelungen zu sein scheint, dass auch der Fokus den abgedruckt hat. Und die Überschrift lautet, also wer wirklich gehofft hat, dass die, die damals mit aufgewiegelt haben, jetzt abwiegeln würden, der hat sich geschnitten. Nix da. Oder jedenfalls nicht alle oder sehr viele nicht, sagen wir mal so. Die Überschrift lautet: Es kann nicht um Absolution für alle Corona-Leugner gehen. Und dieser Chefredakteur, ich möchte euch den Namen auch nicht vorenthalten, der vom Tagesspiegel, der heißt Christian Tretbar. Und der schreibt also Folgendes: Bei der Corona-Politik gab es auch falsche Entscheidungen. Das muss aufgearbeitet werden. Aber nicht um Leugnern eine Absolution zu erteilen. Es geht darum, Fehler zu identifizieren und aus ihnen zu lernen. Ja, und allein schon die Tatsache, schreibt er, wie diese Protokolle oder wie diese Protokolle an die Öffentlichkeit gelangt sind, sagt viel über die Bereitschaft zur Transparenz aus. Eine nicht unumstrittene Plattform hat auf die Freigabe erfolgreich geklagt und den veröffentlichten Protokollen auch gleich viel Interpretation mitgegeben. Es wäre jetzt genau richtig, schreibt dieser Christian Tretbar, wenn die Politik selbst offensiv zur Aufklärung beitragen würde und das Feld nicht Verschwörungsplattformen überlässt. Dazu bräuchte es die Bereitschaft zum Beispiel zur Errichtung einer Enquete-Kommission, die die Corona-Zeit politisch aufarbeiten könnte. Doch stattdessen zerstreiten sich FDP auf der einen und SPD und Grüne auf der anderen Seite über diese Frage. Entscheidend für die Aufbereitung ist dabei das dahinterstehende Ziel. Denn es kann nicht darum gehen, allen Corona-Leugnern nachträglich eine Absolution zu erteilen. Denn bei aller Kritik an den Maßnahmen, diese Krankheit hat vielen Menschen in Deutschland und weltweit das Leben gekostet. Viele leiden bis heute an den Spätfolgen und vieles ist auch noch nicht abschließend erforscht. Und da werden die alten Schwurbeleien wieder weitergezogen, nochmal ganz schnell nochmal hinterherdüseln. Die Leute sind ja auch gerettet worden. Also es ist schon interessant und der De Vries zum Beispiel, der erinnert auch an Kurt Tucholsky und der hat ja irgendwann gesagt, in Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht. Und genau das hatten wir gesehen. Wenn ich gesehen habe, wie man gegen Impfkritiker vorgegangen ist in einer Art und Weise. Es geht auch nicht um eine Pauschalamnesie von Menschen, die zu Gewalt zum Beispiel aufgerufen haben können. Auch das mag es gegeben haben. Aber die ganze Impfindustrie hat mit einem hohen Maß an Gewalt letztendlich gearbeitet gegen die Menschen, die einfach nur ihre Verwandten besuchen wollten, die alt in einem Altenheim waren und dann genötigt wurden, quasi gezwungen wurden zu einer gewissermaßen Impfpflicht. Und das Interessante ist, dieser Herr De Vries, der war ja mal FDP-Mitglied und Frau Strack-Zimmermann hat auch schon darauf reagiert und hat auch gesagt, also dass das ganz furchtbar wäre, dass hier so eine Art Darstellung gemacht wird, wie der Herr De Vries das gemacht hat. Aber mittlerweile ist der Herr De Vries ja CDU-Mitglied sogar geworden. Also auch das ist ganz interessant. Also wir sehen hier zumindest eine Situation, wie aufgebracht jetzt das gesamte System an jeder Stelle ist. Und wenn wir uns noch weiter anschauen, was dieser Chefredakteur des Tagesspiegels hier, Entschuldigung bitte, aber dramatisch verharmlost, dann weiß man gar nicht mehr,
wie man noch atmen soll. Er sagt, dass einige Entscheidungen falsch waren, kann man heute getrost so sehen, ohne alle Maßnahmen in Frage zu stellen. An vielen Stellen wurde unnötiger oder kleinlicher Bürokratismus aufgebaut, der bis heute sogar Gerichte beschäftigt. Folgekosten bei Kindern und Jugendlichen wurden unterschätzt und viele Seniorinnen und Senioren vereinsamten vielleicht mehr, als sie geschützt wurden. Ja. Also jetzt ist es ja so, Sie fordern ja selbst sogar eine Enquete-Kommission, um damit eine politische Aufarbeitung zu machen. Das haben die Politiker, die verantwortlich waren und auch sind und da nicht mehr rauskommen aus diesem Arm, wo sie gerade im Schwitzkasten sind, das haben die noch vor kurzem abgelehnt. Mittlerweile wünschen sie es sich, weil das Thema ist ein anderes. Wir brauchen gar keine politische Aufarbeitung. Wir brauchen vor allem eine Prüfung einer juristischen Aufarbeitung. Sollte sich herausstellen bei einer politischen Aufarbeitung, dass hier Korruption, Schmiergelder eine Rolle gespielt haben. Wir denken an die komischen SMS, die zwischen den Pfizer-Vorständen und Frau von der Leyen gelaufen sind. Das gehört ja alles mit dazu. Wenn diese Dinge so waren, handelt es sich um schwere Kriminalität, um Volksverbrechen oder Verbrechen gegen das Volk. Und hier geht es eben nicht darum, um Schuldzuweisungen, sondern es geht um die Schuldüberprüfung. Und dazu muss erstmal eine Schuldzuweisung gemacht werden. Und dann hat derjenige, der angeklagt ist, die Möglichkeit, natürlich mit der Unschuld, Vermutung, sich gegen diese Vorwürfe zu verteidigen. Es geht längst nicht mehr um eine politische Aufarbeitung, sondern um eine juristische mit allen Konsequenzen bis hin zu einer Inhaftierung der handelnden Person. Das ist logisch, das nennt man Rechtsstaatlichkeit und bei organisierten Kriminalitäten, die an mafiöse Strukturen erinnern, ist das der normale Vorgang. Jo, und wenn man hier, ich könnte da noch ewig reinlesen, ich will euch aber nicht weiter mit dem Geschwurbel, ich möchte es als solches bezeichnen, was dieser Tagesspiegel-Chefredakteur, nein, ich meine nicht dich, Himmel, noch eins, nein, ich meinte, da, also er schreibt hier zum Beispiel, dass einige, habe ich ja gerade vorgelesen, also diese Verharmlosung, es geht nur um Folgekosten bei Kindern und Jugendlichen, nicht um seelische Schäden. Bei den Senioren, ja, die sind vielleicht ein bisschen mehr vereinsamt, als sie geschützt worden sind. Viele sind todtraurig alleine gestorben. Wir haben alleine in unserem Umfeld einige Fälle, wo es so gewesen ist und wo die verzweifelten Verwandten sich die Spritze mehrmals haben geben lassen, weil sie sie sonst überhaupt nicht mehr hätten sehen können. All das wird von solchen Leuten, die hier einen Tagesspiegel als Chefredakteur leiten, verharmlost und eigentlich marginalisiert. Ich frage mich, Andreas, was muss in einem für eine Kälte vorherrschen, wenn man das versucht, so abzubrechen? Es ist Angst, gepaart im Prinzip mit bestimmten charakterlichen Eigenschaften und ich glaube auch Minderwertigkeitskomplexe. Denn in dem Moment, wenn ich weiß, dass ich einem solchen Betrug selbst auch unterworfen war, hab mich mit reinziehen lassen. Nichts anderes haben wir ja immer in totalitären Systemen, wo wir Mitläufer haben, faschistoide Strukturen. Das sind ja diese Strukturen, an die das Ganze jetzt erinnert. Ich fahre deshalb hier ein solch hohes und ernstes Vokabular auf, weil es sonst der Sache einfach nicht gerecht wird. Hier geht es nicht um eine politische Fehlentscheidung, dass man gesagt hat, Tempolimit von 130 auf den Autobahnen hat sich nicht bewährt oder wir schaffen jetzt die Sommerzeit ab. Es geht hier um eine Zerstörung und auch um eine nachhaltige, ich sag mal sogar Tötung von Menschen, die damit einhergehen kann. Das muss geprüft werden. Momentan halten alle die Decke drauf oder versuchen das, aber an jeder Ecke hebt sich die Decke ab und die Wahrheit kommt hoch. Und das ist wichtig, dass wir an der Stelle stabil bleiben. Tagesspiegel-Chefredakteur Christian Tretbar schreibt am Ende, es muss darum gehen, Lehren zu ziehen. Sind unsere Krankenhäuser heute besser aufgestellt? Haben wir mehr und besser bezahltes Pflegepersonal? Haben wir genug wissenschaftliche Power, um neue Pandemien, das heißt übrigens neuen Pandemien, Herr Tretbar, fundiert zu begegnen? Und, jetzt kommt's, haben wir ein Umfeld, in dem Impfstoffe schnell entwickelt werden können?
Sind die politischen Entscheidungsprozesse auf solche Lagen vorbereitet? Alles Fragen, die es zu beantworten gilt. Irre. Nicht eine wichtige Frage dabei. Nicht eine ernste Frage. Nicht die Frage, gibt es eine korrumpierte Wissenschaft? Gibt es korrumpierte und geschmierte Politiker? Gab es eine Agenda im Prinzip von Philanthropen, die über die WHO die Menschen in eine wirtschaftliche Struktur der Pharmaindustrie reingepresst hat? Niemals sind so viel Gelder umverteilt worden wie in diesen Jahren der Corona-Pandemie. Das heißt, die Masse wurde noch ärmer und die Ultrareichen wurden noch reicher. Nicht eine einzige dieser Fragen wird gestellt. Stattdessen nur die primitiven Ablenkungsmanöver der alten Couleur, wie wir es vor den Maßnahmen hatten. Jeder wusste auch schon 2015, dass die Mitarbeiter in den Krankenhäusern zu wenig sind und zu schlecht bezahlt werden. Das ist nichts Neues gewesen. Und man versucht da wieder anzuknüpfen. Man will weg von dem Thema Corona und deren Auswirkungen und den handelnden Personen. Das sind Schutzbehauptungen aus meiner Sicht, wie wir sie auch bei Täterkreisen kennen, die vor Gericht stehen. Also wenn ich jetzt noch ein Tagesspiegel-Abonnement hätte, dann würde ich mir aber dreimal überlegen, ob ich das noch weiterlaufen lasse. Übrigens auch der Bayerische Rundfunk bleibt bei seiner strikten Haltung, also Haltungsjournalisten eben, da lautet die Überschrift RKI-Protokolle, wie Sätze aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und dann wird natürlich wieder multipolar als verschwörungstheoretisches Portal genannt. Und dann heißt es hier in diesem Artikel, dass sich an die Berichterstattung von multipolar der Faktenfuchs gesetzt hätte, also ein Faktenfeinder. Und ganz ehrlich, das muss man sich nicht geben, weil auch hier genau das Gleiche passiert wie da beim Tagesspiegel. Andreas, was muss diesen Redakteuren eigentlich noch vor die Augen kommen? Was muss ihnen passieren, damit diese Augen geöffnet werden? Weil das scheint ja der Brustton der Überzeugung zu sein. Genau, das ist das Problem. Sie haben sich dermaßen in ihrer Bubble abgecancelt, dass sie die Realität und den Sinn für die Realität komplett verloren haben. Das ist mir damals so gegangen, als ich im Deutschen Bundestag war und ich war in diesen Bundestagsabgeordnetengebäuden und ich habe dort gesehen, in dieser komplett isolierten Blase, weg von den Menschen, das Einzige, was dort stört in dieser politischen Ära, ist das Volk. Und das beziehe ich nicht auf alle, aber die Atmosphäre bringt das alleine schon her. Und das sind eben halt diese typischen Dinge. Nein, wir stehen vor einem Systemwechsel, denn diese Geschichte mit dieser Corona ist nur der Anfang. Es folgt dann natürlich auch die Frage, inwieweit sind dann zu trauen die wissenschaftlichen Expertisen zum Klima? Wie weit sind denn die militärischen Expertisen zu trauen oder die politischen zum Thema, der Russe ist an allem schuld? Gestern hatte ich ja gelesen, dass Herr Lauterbach sogar die Russen mit den RKI-Files in Verbindung gebracht hat. Jetzt ist der Russe auch noch schuld, dass dann das letztendlich noch geschwärzt wurde. Ein entscheidender Punkt könnte sein, wenn dieser eine berühmte schwarze Name, der noch nicht offiziell aufgedeckt wurde, und Tom Lausen hat ihn ja vermutet jetzt und er glaubt, dass er ihn gefunden hat. Und wenn der herauskommt, dann ist es nämlich keiner vom RKI, wie Herr Lauterbach und andere sagen, sondern jemand aus dem Bundesgesundheitsministerium, so heißt es. Und wenn der dann eben halt offiziell den Startschuss geben kann gegenüber dem RKI, dass jetzt ein Lockdown gemacht wird zum Beispiel, dann ist der RKI entlarvt. Und ich frage mich sowieso, wie eine solche Struktur wie RKI und Leopoldina bei der Geschichte, die sie haben, wenn wir zurückgehen, da gibt es dramatische Geschichten in den 30er Jahren, wie die überhaupt noch so halten konnten sich. Jo, du hattest vorhin die Ethikratvorsitzende, Frau Professor Dr. Alina Büchs genannt. Und da kursiert seit kurzem wieder ein Ausschnitt aus einer Veranstaltung des Presseclubs München vom 22. November letzten Jahres. Und diese tatsächlich Haltung, ihre Gestik, die Intonation, all das ist wirklich sehr interessant, wie sie im Brustton der Überzeugung alles vom Tisch wischt, was denn jetzt ihrer Reputation auch massiv schaden könnte. Und ich möchte ganz kurz dieses Zitat von ihr vorlesen, dass sie gegenüber den Pressevertretern abgegeben hat. Sie hat nämlich offenbar, du sagst, es ist auch Panik, sie hat offenbar versucht,
die Medien in dieses sinkende Schiff mit reinzuholen. Ja. Und sie richtet sich also an die anwesende Presse und sagt, im Übrigen, sie wären da ja nicht außen vor, ne? Wenn jetzt also diese Durchleuchtung mehr und mehr zustande käme. Und dann sagt sie, man kann ja sagen, sie wären da auch nicht außen vor, aber sie sagt, sie wären da auch nicht außen vor. Das wissen sie ganz genau. Also sie nimmt sie richtig jetzt gleich in den Schwitzkasten und sagt weiter, also das würde ja die Medienschaffenden ganz genauso betreffen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und was weiß ich. Da soll Zweifel gesät werden. Das ist meine Sorge, dass das genützt würde, dass Zweifel gesät wird an diesen demokratischen Institutionen, an der Politik insgesamt. Es war alles falsch, es war alles böse, sie haben alle falsch berichtet, sie hatten alle den Maulkorb, sie waren alle gleichgeschaltet. Da hat sie sich in Rage geredet und sagt, all diese Geschichten, die man im Moment hört, das müsste man vermeiden. Und im Moment haben diese Form von Narrativen ein ja durchaus erstaunliches Übergewicht in der öffentlichen Wahrnehmung und Debatte. Das gefällt denen natürlich überhaupt nicht. Und dann sagt sie, jedenfalls nehme ich das also in den bösen Ecken des Internets rein quantitativ wahr, wenn sie sich anschauen, welche Artikel mit wie viel Kommentaren und Klicks und so weiter versehen sind. Ja, also das möchte sie dann doch nicht haben. Andreas, die bösen Ecken, aus denen das kommt. Naja, die Frau ist aus meiner Sicht in Panik und das wäre ich an ihrer Stelle wahrscheinlich auch, wenn man nämlich plötzlich etwas mehr Klarheit in die Situation bekommt, quasi so ein bisschen wachgerüttelt wird und sein eigenes Leben und seine eigenen Entscheidungen plötzlich nochmal auch unter einem anderen Licht sieht. Dann kommt der Fluchtinstinkt natürlich. Mir kommt das Ganze so ein bisschen vor, diese Drohungen, die sie gegenüber den Medien aussprechen, wie beispielsweise bei einer organisierten Kriminalität, die beispielsweise einen ganz großen Coup plant und irgendwann läuft es aus dem Ruder und irgendeiner von der Gruppe sagt nach dem Motto, ich steig aus. Und das könnte ein Restle sein, der nämlich vorher mitgemacht hat. Oder beispielsweise ein Christian Sievert vom ZDF, der auch immer schön mitgemacht hat. Und die steigen jetzt aus. Und jetzt werden sie von denjenigen, die nämlich in den führenden Köpfen sind dieser Strukturen, dieser organisierten Strukturen, von denen bekommen sie jetzt natürlich Druck nach dem Motto, wenn ihr geht, nach dem Motto, wenn es uns erwischt, dann geht ihr alle mit unter. Das sage ich euch, ihr habt keine Chance. Mir kommt das vor wie Aussteiger aus einer riesenkriminalisierten Organisation und jetzt werden die bedroht. Naja, es wäre ja auch so, wie sie sagt, die würden alle gemeinsam untergehen und wie so ein Untergang im Einzelnen dann abläuft, können wir hier nicht sagen, das weiß man auch nicht. Wir können nur hoffen, dass die Dinge ans Licht kommen. Und ich möchte noch mal eine Meldung hier weitergeben, was die EU jetzt gerade plant. Da stehen ja nun Europawahlen an. Und Apollo News meldet, dass im Vorfeld der EU-Wahl die EU-Kommission mit Hilfe des Digital Services Act, also mit diesem Gesetz, neue Anti-Desinformations-Leitlinien für soziale Medien und Suchmaschinen beschlossen hat. Da sind prominente Faktencheck-Anzeigen vorgesehen, weniger Ausspielung von Inhalten und so weiter. Und das Ganze richtet sich an große soziale Medien, übrigens auch in Suchmaschinen. Vor was hat man denn nur Angst? Naja, ist doch ganz logisch. Jetzt drehen wir uns ja schon fast im Kreis. Das ist ja das Schöne eigentlich, dass wir momentan sehr förderliche Sendungen hier machen können, weil jetzt hier gerade etwas auffliegt und diese etwas einfachen oder auch erbärmlichen Versuche, da schnell noch irgendwo einen Deckel drauf zu bringen. Aber der Topf ist weitaus größer als der gesamte Deckel. Das heißt also, der Topf, der nimmt höchstens den Deckel auf, der fällt da höchstens rein und das qualmt einfach weiter. Das kriegen die nicht mehr raus. Das sind so die letzten Versuche. Es geht ja auch nicht darum, jetzt Rache zu üben. Es geht darum, Rechtsstaatlichkeit auszuüben. Es geht doch nicht darum, die Menschen jetzt zu verurteilen, an den Pranger zu stellen oder sonst was, sondern formal juristisch wie jeden anderen Straftäter auch, wenn es sich dann herausstellt, vor ein Gericht zu stellen. Punkt, fertig, aus. Kühl, sachlich. Genau. Ja, eine ganz andere Meldung. Wir sind ja jetzt seit zwei Podcasts sehr eng mit diesem Thema verbunden, aber es ist eben das aktuellste und wichtigste Thema zurzeit auch, inklusive diesen WHO-Plänen.
Aber ihr Lieben, es wird wieder teurer, wenn ihr Gas als Energie in eurem Haushalt einsetzt. Es gibt, wie die Medien hier schreiben, das ist eine Meldung vom Münchner Merkur zum Beispiel, einen Gaspreisschock ab April, also ab nächster Woche. Und ab 1. April greift wieder eine höhere Mehrwertsteuer von nämlich jetzt dann wieder 19% auf Erdgas. Im Zuge der Energiekrise hatte die Ampelkoalition 2022 beschlossen, die Umsatzsteuer für Gas zeitlich begrenzt auf 7% zu reduzieren. Aber diese Phase der Entlastung ist jetzt vorbei, was natürlich für Gaskunden zu Mehrkosten von hunderten Euro im Jahr führen kann. Andreas, das ist die erfolgreiche Energiepolitik aus dem Wirtschaftsministerium des Superministers. Ja, das sind jetzt die Dinge, die jetzt noch als Peripherieschäden jetzt noch hinterherlaufen von der Optik her, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Aber nochmal, allein den Hebel, den man jetzt in der Hand hat, nämlich jetzt diese Kiste aufzubrechen, in der die Daten stattfinden und diese Daten dem Volk gegenüber verschlossen sind. Das heißt, alles andere als demokratisch sind, denn Demokratie bedeutet Transparenz gegenüber dem Volk. All das Ding fliegt jetzt auf und dazu gehört das Ganze natürlich auch. Und ich glaube, wenn wir in einem Wiederaufbau sind und dann wieder neue Freundschaftsverhandlungen zu den europäischen Nachbarn stattfinden. Man muss nämlich in Freundschaftsverhandlungen bleiben. Man muss sich nicht zum Grillen einladen, wenn man sich nicht mag. Aber man kann trotzdem miteinander eben halt leben. Und dann könnte auch die Rohstoffversorgung wieder da sein. Und dann wird es sich relativ schnell wandeln. Unglaublich, wie du von einer Gaspreiserhöhungsmeldung direkt in die internationale Freundschaft wieder mündest hier. Ich wollte doch noch mal für die interessierten Zuhörer sagen, dass also dieser volle Mehrwertsteuersatz ab 1. April den Gaspreis schlagartig um 11% erhöhen wird. Und es gibt auch durch die Umstellung kein gesetzliches Sonderkündigungsrecht. Daher sollte man frühzeitig den Vertrag prüfen, vielleicht sich um einen möglichst günstigen Tarif kümmern. Aber das ist hier noch nicht alles, wie man erfährt. Beim Gaspreis ist nämlich insbesondere noch der CO2-Preis zu berücksichtigen, der in diesem Jahr auch noch mal deutlich angestiegen ist und sich dadurch auch auf den Gaspreis auswirkt. Die Ampelregierung hat zum Jahresbeginn den CO2-Preis auf 45 Euro pro Tonne CO2 erhöht. Ursprünglich sollte die Steuer auf 40 Euro steigen, von 30 Euro im letzten Jahr. Die CO2-Steuer wirkt sich für die Verbraucher hauptsächlich auf die Kraftstoff- und Energiekosten aus. Und damit steigt die gesamte Energie steigt wieder. Ja, das gehört ja eben halt zu diesem gesamten Green Deal und alles, was da dran hängt. Zum Glück haben wir jetzt momentan diesen roten Zipfel. Seht dieses Bild in diesem Morast, vor dem wir stehen, was wir Politik und Wirtschaft nennen und so weiter und Schmiererei und Korruption und so weiter. Und diesen roten Faden haben wir jetzt in der Hand. Ich kann nur jedem empfehlen, lasst ihn nicht mehr los. Wenn wir da, es kann Ihnen nichts passieren in der Politik, wenn Sie sauber gehandelt haben. Wenn aber nicht, wird dieser Faden uns genau dazu bringen, dass wir richtig etwas bewegen können. Lieber Andreas, ich danke dir für diese Sendung, ihr Lieben. Wir bitten euch immer wieder einfach in der Ruhe zu bleiben, so es überhaupt möglich ist. Und ja, diese Zeiten sind schwierig, aber sie sind, wie wir sehen, auch aufschlussreich. Das Licht dringt durch, es dauert manchmal ein bisschen länger, als man hofft, aber ja, am Ende werden die Dinge aufgeklärt sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dir auch, Andreas. Und wir freuen uns auf Freitag, wo wir uns wiederhören. Bis dann. Ciao, ciao. Freitag? Freitag. Ja, heute ist Mittwoch. Ist doch, ne? Ja, Meine ich. hast recht. Ist schon ganz durcheinander hier. Ist auch kein Wunder.